Am Freitag hat es Gold erwischt, heute ist Bitcoin dran. Bitcoin ist vielleicht so ein bisschen ein Frühindikator für das Sentiment an den Märkten insgesamt. Denn wir sehen ja immer wieder, dass es dieser Reflationstrade ist, der letztendlich die Märkte nach oben bringt. Also die Vorstellung, ja, die Biden-Administration, die wird jetzt richtig Gas geben, wird Stimulus machen. Dadurch wird die Nachfrage anziehen der US-Wirtschaft, dadurch wird die Inflation kommen. Deswegen sind diese Assets wie Gold, wie Bitcoin, aber auch wie Aktien das beste Investment, was man machen kann, eben angesichts der absehbaren Entwertung des Geldes durch eben diese inflationären Tendenzen, die da dann kämen. Deswegen sehen wir, dass dann die länger laufenden Staatsanleihen mit einem deutlichen Renditeanstieg gesegnet sind. Da sehen wir die 10-jährige US-Staatsanleihe über 1,1%, während die kürzer laufenden Staatsanleihen eben nicht so anspringen, respektive deren Rendite nicht so anspringt, weil man sich sagt, naja, das wird natürlich dauern, bis diese Geschichte zum Tragen kommt. Dementsprechend versteilt sich die Zinskurve. Und das wiederum ist das Schicke für die Banken. Auch die Aktienmärkte heute nicht wirklich mit einem typischen Montagsstart. Aber schauen wir uns zunächst mal an Market Mania. All das basiert auf diesem sogenannten Reflationstrade. Ob es Bitcoin ist, ob es Gold ist, ob es die Aktien im S&P 500 sind, eine Aktie wie ExxonMobil. Ja, da kommt die Nachfrage wieder. ExxonMobil war ja so schwach gewesen lange Zeit. Jetzt ist allein Elon Musk so viel wert wie ExxonMobil, aber sei es drum, wir sehen hier eben diese Reflationstrade-Gewinner, Bitcoin an erster Stelle, dann Tesla, wir sehen ExxonMobil, wir sehen eine Bank wie Goldman Sachs und wir sehen den S&P 500, jetzt alles seit November, also seit diese Meldung über den Impfstoff draußen ist. Das basiert also alles auf derselben Denke, könnte man sagen, und es ist dieses Narrativ, das ja so unisono verbreitet wird an den Märkten, von Agenturen, von Analysten, ja, das wird so, so kommen. Da gibt es kaum einen Widerspruch. Heute sehen wir allerdings leichte Rücksetzer auch beim S&P Future. Wir sehen, dass der Dollar steigt, zum Dollar gleich mehr. Wir sehen, dass Öl wieder ein bisschen fällt, die Metalle fallen, Gold fällt und natürlich Bitcoin fällt am stärksten. Nach dieser immensen Rallye geht es heute dann doch ziemlich herb nach unten. 20%, 8000 Dollar sind hier verloren worden innerhalb doch relativ kurzer Zeit. Hier ein Chart, by the way, von Capital.com, meine Damen und Herren. Schauen Sie da mal auf die Seite. Das kann nicht schaden. Jedenfalls sehen wir, dass da natürlich eine Wahnsinns-Vola ist und dass Bitcoin eben auch diese Euphorie mitprägt, die an den Märkten derzeit ohnehin der Fall ist, weil man sich sagt, hey, was soll schief gehen? Wir haben die Notenbanken als Unterstützer, die Märkte pushen. Wir haben dann noch die Biden-Administration, die richtig Geld in die Hand nehmen will. Also Liquidität allenthalben. Jetzt kommt noch der nächste Stimulus-Scheck. Jetzt gibt es schon Videos, wie man diese 600 Dollar investieren kann in massive Aktiengewinne, was darauf hindeutet, dass die Leute das wirklich allerdringendst brauchen, diese 600 Dollar, aber sei es drum, jedenfalls sehen wir eine immense Volatilität jetzt, vor allem bei Bitcoin und den Kryptowährungen insgesamt, die heute auf der Verliererseite zunächst einmal stehen. Und was wir hier sehen, das ist der US-Dollar, der jetzt sich erholen kann, hier in Gestalt des Dollar-Index in einem Chart von Michael Silver von Figuring Out Money. Wir sehen, dass wir hier einen Abwärtstrend jetzt überwunden haben und die Frage ist, warum steigt eigentlich der Dollar? Und das hat durchaus ein Motiv, denn es gibt ja diese Stimulushoffnung. Dementsprechend sagt man sich, naja, wenn jetzt dieser Stimulus kommt, dann wird die US-Wirtschaft richtig anspringen. Das wiederum ist doch eigentlich gut für den Dollar. Das stärkt doch eigentlich den Dollar, eine starke US-Wirtschaft. Dementsprechend ist sozusagen das alles natürlich ein zweiseitiges Schwert. Man hatte ja gesagt, okay, wenn Biden gewinnt, wird der Dollar in den Boden gestampft, in den Boden gerammt, dann wird Gold massiv durch die Decke gehen. Aber der Dollar hat nicht wirklich verloren. Seit Georgia die Nachwahlen waren. Wir haben auch bei Gold jetzt nicht wirklich Zugewinne gesehen, weil eben all das eine Kehrseite hat, nämlich diese Dollarstärke, die dann auch natürlich bedingt ist durch die ansteigenden Renditen für länger laufende US-Staatsanleihen. Das macht den Dollar attraktiver, weil viele dann sich sagen, okay, wir kriegen für eine deutsche Bundesanleihe minus 0,5% Zinsen, also Negativzinsen, und für eine US-Anleihe kriegen wir über 1,1%, das sind über 1,6% Unterschied. Da investieren wir doch mal wieder in den Dollar, indem wir eine solche amerikanische Staatsanleihe kaufen. Also damit entsteht eine Konkurrenz auch zu den Aktienmärkten.
Das ist letztendlich also der Mechanismus hier. Dann kommt noch dazu, dass dadurch, dass die Renditen steigen, die Realrenditen, also die Renditen minus Inflation, eben weniger negativ werden, was wiederum den Goldkurs belastet, etc. etc. Also alles hatte zwei Seiten. Hier sehen wir also den Dollar. Hier hatte nochmal jetzt am Freitag eine Rallye eingesetzt, nachdem es zwischenzeitlich mal schwieriger war, als die Meldung kam, ja, das Stimuluspaket der Biden-Administration wird Trillions of Dollars, wird also Billionen von Dollars betragen. Und Joe Biden hat hier dann gesagt, ja, jeder wichtige Ökonom sagt uns, es ist Zeit, dass wir in Deficit Spending investieren. Investieren in Deficit Spending, das ist schon mal eine herausragende Formulierung. Man investiert also in die Verschuldung, wenn man so will, in das Schuldenmachen. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es nachher viel, viel schwieriger. Nun ja, man hat gesehen, ich versuche immer wieder zu zeigen, es braucht immer mehr Schulden, um immer weniger Wachstum zu erzeugen. Inzwischen 7 Dollar Schulden für 1 Dollar Wachstum und es wird nicht besser. Und das hat natürlich jetzt am Markt eine Euphorie ausgelöst. Hier Lisa Abramowitsch zitiert einen Trader, der sagt, ich bin ein Gläubiger der Cyclical Rally, also der zyklischen Rally, dass die zyklischen Werte wieder anspringen. Das ist doch das, was der Markt uns sagt. Wir werden massive Spending haben, also massive Investitionen, massive Ausgaben. We are going to party like it's 1999, also wir werden eine Party haben wie 1999 und schauen wir uns diese Party mal an, die ist größer als 1999, hier das Euphoria Panic Model der Citigroup, hier sehen wir, dass derzeit die Euphorie größer ist als auf dem Hochpunkt 1999, also mehr Party geht scheinbar nicht. Möchte man sagen, inzwischen muss man schon bei dieser Grafik die oberen Begrenzungen entfernen. Alle sitzen im selben Boot, alle gehen von denselben Voraussetzungen aus. Jetzt kommen dann noch die ganzen Stimuluszocker, die dann sagen, geil, ich werde jetzt meine Kohle da rein investieren. Das sind die Voraussetzungen für einen herben Rücksetzer, für etwas, was keiner auf dem Zeiger hat, wenn plötzlich Gegenverkehr in der Einbahnstraße entsteht. Und wenn wir von Euphorie sprechen, müssen wir von Tesla sprechen. Am Freitag die Aktie ja weiter gestiegen. Alleine Aktien im Wert von 62 Milliarden Dollar wurden gehandelt. Das ist fast das Fünffache dessen, was hier dann am Freitag Apple auf die Waage gebracht hat, als zweitmeist gehandelter Wert, respektive Marktkapitalisierung, die hier bewegt wurde. Wir sehen hier, dass das absolut krass ist, was da passiert. Da werden unsubstanzierte Meldungen teilweise gebracht über irgendwelche Geschichten, die in der Zukunft irgendwann mal irgendwie passieren könnten und schon wird die Aktie nach oben getrieben. Elon Musk freut sich. Hier sehen wir, er ist der große Profiteur des Jahres 2020 und 2021. Hier hat er jetzt die Nummer 1 übernommen. Der gelbe Balken ist der Zugewinn jetzt im Vergleich zum Vorjahr und wir sehen, da hat er deutlich aufgeholt. Dann Bill Gates an Nummer 3 und einige andere folgen dann wie Mark Zuckerberg von Facebook. Und wie krass diese Euphorie, wie idiotisch diese ganze Geschichte schon geworden ist. Elon Musk hat am Donnerstag einen Tweet abgesetzt und sagte, nutzt Signal, use Signal. Und daraufhin ist eine Aktie angesprungen, die vorher kein Mensch kannte, nämlich Signal Advance. Und die ist dann am Donnerstag 527% gestiegen und am Freitag nochmal 91% von 60 Cent, also ein Penny Stock auf 7,19 Dollar. Das meinte natürlich Elon Musk überhaupt nicht, dieses Unternehmen, aber es zeigt, wie krass die Leute einfach derzeit in diesem Blasenmodus sind, wie das im Grunde schon internalisiert ist. Wir sehen jetzt hier die Marktkapitalisierung der Aktienmärkte in Relation zum globalen BIP, 120%, Hochpunkt der Finanzkrise eingestellt oder der Dotcom-Bubble eingestellt, genauer gesagt. Also wir sehen, nee, der Finanzkrise. Wir waren kurz vor Platzen der Blase am US-Immobilienmarkt, da hatten wir eine ähnliche Bewertungsstruktur. Und wir sehen, dass auf der anderen Seite natürlich diese Euphorie, diese Situation nicht vor den Anleihemärkten Halt macht, auch nicht vor den Märkten für Unternehmensanleihen. Wir sehen hier das erste Mal, sind die realen Renditen für US-Unternehmensanleihen negativ, also die Renditen minus Inflation. Auch hier gehen also die Risikoprämien nach unten, weil man sich sagt, es kann nichts schiefgehen. In Europa ist es so, dass Investment-Grade-Bonds, also die praktisch ein Stempel von Ratingagenturen haben,
nicht giftig, die haben jetzt zu 41% schon eine Negativrendite. Das heißt, die Leute sind bereit, Geld zu zahlen, wenn sie diesen Unternehmen die Schuldenaufnahme ermöglichen. Ein Faktor, der die Märkte vielleicht in dieser Woche ein bisschen unsicher macht, ist, was wird Sid Donald jetzt bringen? Sie haben all das mitbekommen. Twitter hat ihn gesperrt, andere haben ihn gesperrt. Donald Trump dann versucht auszuweichen auf andere Kanäle, hat dann so einen Fake-Account angelegt, wo er dann die chinesischen Konzentrationslager gelobt hat, den Umgang der Uiguren, praktisch ein Witz, der zeigen sollte, dass hier andere Twitter-Kanäle nach wie vor offen sind, die leicht totalitär sind oder zu totalitären Regierungen gehören. Da hat er schon einen Punkt. Allerdings dürfte eben jetzt Sid Donald politisch erstmal erledigt sein, auch bei den Republikanern. Jedenfalls ist die Frage, was wird er jetzt noch tun? Er wird wohl zur Grenze reisen im Süden, um zu sagen, guck mal, ich habe tolle Mauern gebaut. Und da wird man wahrscheinlich schnell so ein, zwei, drei Steinchen hintragen müssen, damit diese Mauer auch sichtbar wird. Und dann ist eben die Frage, was diese Geschichte hier mit dem Defizit wird. Wenn wir das jetzt mal vergleichen zwischen Donald Trump und Joe Biden, dann sehen wir, dass die Trump-Administration ja die Verschuldung massiv nach oben gefahren hat, obwohl das Unemployment, obwohl die Arbeitslosigkeit deutlich nach unten gegangen ist. Und hier sagt Andreas Steno Larsen, also das wird schwer, das Ganze von der Biden-Administration zu toppen noch. Also diese Defizitgeschichte bei gleichzeitig einer solch negativen Performance, die dann wirklich dabei rumkommt. Und nochmal zurück zu Trump, dann sehen wir hier, dass ein Experte, Terrorismusexperte, das sagt, was ich versuche, Bekannten und Freunden schon länger zu sagen. Ich erwarte, dass wir eine rechtsterroristische Bewegung in den USA sehen, die Anschläge verüben wird. Und diese rechtsterroristische Bewegung ist dann dabei, sich jetzt zu formen, geführt von QAnon, diese absoluten Verschwörungstheoretiker, die Dinge glauben, die eigentlich man nicht mal einem zweijährigen Kind erzählen kann, ohne dass es in Lachen ausbricht. Jedenfalls werden die jetzt feststellen, okay, Trump ist wirklich weg. Das hatten sie nicht geglaubt, das hatten sie nicht gedacht. Sie hatten gedacht, Trump wird sozusagen dann die bösen Verschwörungsfanatiker der Eliten verhaften lassen. Jetzt stellen sie fest, okay, das wird wahrscheinlich nicht passieren, sondern eher andersrum. Und dementsprechend ist ein immenses Potenzial hier dafür, diese rechtsterroristische Entstehung oder für die Entstehung einer rechtsterroristischen Bewegung. Wir sehen, dass dann auf der anderen Seite jetzt die Trump-Administration die Dinge nochmal eskaliert mit China. Man hat jetzt zum Beispiel alle Schleusen geöffnet für Kontakte mit Taiwan. Jetzt soll sich auch der amerikanische Botschafter mit dem taiwanesischen Präsidenten treffen. Das ist für China natürlich eine maximale Provokation. We wish to remind the United States that whoever plays with the fire will burn himself. Wir möchten die US-Regierung daran erinnern, dass sie, wer mit dem Feuer spielt, sich selbst verbrennen wird. Das ist sozusagen, das wollte ich jetzt nicht mehr zeigen, das ist sozusagen die Message der Chinesen. Also auch hier Eskalationspotenzial. Mal sehen, wie es weitergeht. Wir sehen jedenfalls, dass die Dinge schon so angespannt, überspannt, überdreht sind, wie bei Bitcoin, wie bei Tesla, dass solche Korrekturen mal von 10-20% eigentlich normal wären, ohne dass das eigentliche Narrativ, nämlich wir werden den riesigen Reflationsmodus bekommen, dass das wirklich in Frage gestellt ist. Das wird die Zeit geben, wo dieses Narrativ in Frage gestellt wird, weil es nicht so kommt schlichtweg, aber sei es drum, erstmal sind wir nach wie vor in diesem Modus und die Volatilität innerhalb dieses Modus dürfte zulegen. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in die Woche und sage Servus und Ciao.